Test. Noch ein Test. Geht. Ja, oder? Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass so viele auch schon gekommen sind. Unsere Veranstaltung zum Buch Das ist Fußball. Brandneu, druckfrisch, gekommen aus der Druckerei. Das ist Fußball. Die besten Reportagen, Porträts und Interviews aus der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und da freue ich mich natürlich besonders, wenn ich dann auch noch fachkundige Gäste habe, nämlich die beiden Herausgeber dieses Buchs. Zu meiner Linken Claudio Catornio, seit 2005 Mitglied der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung und seit 2021 der Ressortleiter Sportredaktion. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten. Ja. Dankeschön. Ich will aufpassen, dass es nicht umfällt. Und zu meiner Rechten Christoph Knär, auch Sportjournalist und eben auch Mitglied der Sportredaktion und schreibt insbesondere über Fußballthemen und gilt als ausgewiesener Bayern-Experte. Und um deinen Schutz hier zu sichern im Eintracht Frankfurtland, sage ich dazu, das heißt nicht, dass du Bayern-Fan bist. Im Gegenteil, das ist ja auch die journalistische Sorgfaltspflicht, das gut zu trennen. Also Bayern-Experte, nicht Bayern-Fan. Christoph Knär, herzlich willkommen. Genau, und mein Name ist Katharina Dahme. Ich bin die Programmleiterin des Verlags Die Werkstatt, also der Verlag, der dieses schöne Buch rausgebracht hat. Und bei der Auswahl ist mir schon aufgefallen, es gibt ja wahnsinnig viele gute Reportagen, Interviews, Porträts aus der Sportredaktion, sodass ich hier natürlich schon dazu sagen muss, das kann erst der Anfang gewesen sein, dem werden bestimmt noch viele weitere Bücher folgen. Aber eine Frage vielleicht zu Beginn an Claudio, wie schwer ist es gefallen, diese Auswahl zu treffen? Es ist tatsächlich gar nicht so schwer gefallen. Als wir entschieden haben, dass wir das Buch machen, haben wir so ein bisschen die Schwarmintelligenz der Redaktion genutzt, nicht nur der Sportredaktion, sondern eigentlich der gesamten SZ-Redaktion. Ist ja irgendwie überall so, für Fußball, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich für Fußball interessieren, die müssen dann gar nicht immer nur in der Sportredaktion arbeiten und haben gefragt, an welches Stück aus den letzten 4, 5, 6 Jahren erinnert ihr euch oder habt ihr vielleicht selber eins geschrieben, was ihr glaubt, dass es auch so über die, ja was ist, das ist, wir machen ja normalerweise eine Tageszeitung, ne? Also die ist natürlich am nächsten Tag dann meistens schon im Altpapier, man findet sie vielleicht irgendwo digital noch, aber wir haben dann relativ schnell festgestellt, doch, wir haben so viele Stücke, in denen so viel Arbeit und so viel Recherche steckt und die auch, sagen wir mal, auf einer Ebene geschrieben sind, die irgendwie so den einzelnen Erscheinungstag überdauert. Und dann hatten wir sehr schnell Vorschläge, 60, 70 Stücke. Also vielleicht machen wir tatsächlich noch Das ist Fußball 2 demnächst. Und dann war es gar nicht so schwierig, weil wir dann wirklich sagen konnten, das ist ganz vieles davon kann in ein Buch. Und dann ging es nur noch darum, was ist die Mischung, wie ist der Rhythmus. Wir hatten 4, 5 Sachen zu Diego Maradona, haben uns dann am Ende für 2 entschieden, für einen großen Nachruf und für ein Interview mit seinem langjährigen Coach, der Einblicke gegeben hat in seine Gedankenwelt und in die Frage, wie er den Drogen verfallen konnte, und haben dann halt auch andere Stücke zu Diego Maradona weggelassen zum Beispiel. Ja. Und so haben wir uns dran getastet, aber es war eigentlich wirklich eine Freude und es war nicht so schwierig. Ja. Ja, ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns in der Redaktion sind die Emotionen natürlich auch hochgekocht, welcher Text auf gar keinen Fall fehlen darf. Und dann ging das teilweise noch Jahre weiter zurück in die Geschichte, dass einen Reportagen eingefallen sind, die schon sogar teilweise sehr alt waren, die es deswegen auch nicht ins Buch geschafft haben, weil das natürlich auch noch eine gewisse Aktualität hat. Also viele Themen, an die wir uns noch gerne erinnern und an die wir zurückdenken und die auch jetzt uns noch diskutieren lassen. Wenn man jetzt entscheiden müsste, die absolute Lieblingsgeschichte, Christoph, was ist denn deine Lieblingsgeschichte in dem Buch? Boah, das ist eine schwere Frage. Also politisch korrekt müsste ich natürlich sagen, alles von Claudio ist meine Lieblingsgeschichte. Aber wenn ich es ehrlich sage... So viel ist gar nicht von mir. Es ist natürlich wie immer im Leben Geschmackssache, aber ich glaube, dass man, wenn man das Buch aufschlägt und mit der ersten Geschichte beginnt, dann hat man gleich einen guten Eindruck. Die Geschichte heißt der Blender von Rio, damit ist nicht Jogi Löw gemeint. Da geht es um einen Sportler, der so getan hat, als wäre er Profisportler, in Wahrheit gar kein Profisportler ist, trotzdem Verträge bekommen hat, Geld verdient hat als Mittelstürmer, obwohl er eigentlich gar nicht Fußball spielen kann und damit aber durchgekommen ist mit der Nummer. Und das ist so als Eröffnungsstück eigentlich für das Buch ganz gut, um zu zeigen, dass es in diesem großen Gärtchen, das wir da beackern müssen, halt wahre Helden gibt, aber natürlich auch nur halbwahre Helden, und was da in diesem Fußballbereich tatsächlich auf der Skala alles denkbar ist. Und deswegen mag ich gleich die erste Geschichte, was aber nicht heißt, dass es danach abfällt. Deine Lieblingsgeschichte, Claudio?
Also nachdem ich jemand bin, der auch sehr viel zusammenarbeitet mit den Investigativkollegen bei uns im Ressort, habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass wir zwei ganz harte Recherchen auch im Buch haben. Eine zu den Vorgängen im DFB, die dann am Ende auch dazu geführt haben, dass es eine Neuaufstellung gab im DFB, also mit dazu geführt haben. Man darf ja seinen eigenen Einfluss dann auch immer nicht überschätzen, aber da waren wir schon auch, sagen wir mal, mit beteiligt durch Recherchen der Kollegen. Und es ist eine Geschichte drin, etwa 3 Jahre alt, wo wir nachweisen konnten, dass Gianni Infantino plant, den im Grunde alle Rechte der FIFA an ein aus Saudi-Arabien gesteuertes Konsortium zu veräußern, also quasi die FIFA komplett zu entkernen und dann gleichzeitig der Geschäftsführer dieser Firma zu werden. Das war eine Recherche, die dann wirklich auch um die Welt ging, die von der New York Times aufgegriffen wurde und so weiter. Also das sind dann sozusagen die ganz harten Themen. Davon gibt es auch ein bisschen was. Und ja, ansonsten mag ich einfach die Breite, wie wir den Fußball da begreifen und darstellen. Also es ist zum Beispiel auch ein Nachruf drin auf eine brasilianische Sängerin, Elja Soares, die mit einem der berühmtesten brasilianischen Fußballer lange zusammen war, eine ganz aufregende Beziehung hatte, die eben dann auch auf den Fußball abgestrahlt hat. Und sagen wir mal, die Breite, es ist natürlich FC Bayern drin, es ist Pep Guardiola drin, es ist Hansi Flick drin. Wir erklären das Triple des Jahres 2020, es ist das WM-Finale drin, aber es ist eben, Fußball ist einfach viel breiter als nur das, was wir alle im Fernsehen sehen. Und das haben wir versucht, so ein bisschen in dieses Buch zu packen. Genau, es gibt auch zwischendrin eine Geschichte über einen Amateurverein. Die Überschrift lautet diesmal nur 0-19. Also was schon andeutet, es gibt die großen Namen drin, aber natürlich auch die kleinen tragischen Geschichten auf dem Dorfplatz. Also es ist eine wilde Mischung. Und ich fand auch sehr eindrücklich die Geschichte, die war von dir, Christoph. Da ging es um Nähe zu Journalisten. Wir wissen ja, es ist nicht immer so leicht, an die großen Namen ranzukommen. Uli Hoeneß spielt hier eine Rolle. Den kriegt man bestimmt nicht so einfach, den Kontakt zu ihm. Manchmal meldet er sich dann aber von sich aus. So geschehen vor kurzem im Doppelpass, aber du hast auch mal einen Anruf von ihm bekommen? Ja, also schon öfter natürlich, aber in der Geschichte ist es natürlich was besonders eindrücklich. Die erste Frage, die man eigentlich stellen muss, wenn man über Uli Hoeneß spricht und über Kontakte, dann müsste ich jetzt jeden von Ihnen im Publikum befragen, wer von Ihnen hat noch ein Faxgerät zu Hause? Ich vermute nicht mehr viele. Uli Hoeneß allerdings hat eins, und das ist ein bisschen ein Problem, weil er natürlich tatsächlich nur auf Faxe reagiert. Also wer mit Uli Hoeneß in Kontakt treten möchte, muss einen Fax schreiben, muss auf dieses Fax, lieber Herr Hoeneß, könnten Sie bitte blablabla, Namen und so, und muss dann dieses Stück ausdrucken, auf ein Faxgerät legen, es möglichst an Uli Hoeneß faxen und dann hoffen, dass Uli Hoeneß bei sich zu Hause oder, was er gerne sagt, das war meine Frau Susi, dass seine Frau Susi am entsprechenden Ort, wo das Faxgerät steht, vorbeiläuft und dann muss man hoffen und... Beim Staubsaugen manchmal. Manchmal halt, beim Staubsaugen. Also mein Lieblingssatz bei Uli Hoeneß darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, das ist die klassische Rollenverteilung. Als ich dann eines Mal mit ihm sprach, wurde es im Hintergrund ein bisschen laut und dann sagte er, Susi, mach den Sauger leiser. Also das war also auch eine eindrückliche... Beziehung, die er da hat und pflegt. In diesem speziellen Fall war es dann aber so, dass es in diesem Text tatsächlich um Nähe, also das war ein Text anlässlich von 75 Jahre SZ, das war vor 2 Jahren, und wo ich so ein bisschen drüber nur erzähle, wie es früher einfacher war, an Spieler ranzukommen als heute, wo jeder 3 Berater und 4 Medienberater und so hat. Und offenbar hat der Text in Uli Hoeneß eine Seite zum Schwingen gebracht, so nach dem Motto, früher war alles besser. Und er rief mich dann tatsächlich morgens, am Samstagmorgen beim Frühstück, der Text war gerade erschienen, und ich sah dann auf meinem Telefon eine unterdrückte Nummer. Und unterdrückte Nummern hat man eigentlich noch so oft wie ein Faxgerät, nämlich eigentlich gar nicht mehr. Also bei mir gibt es 2 unterdrückte Nummern, das ist eine Tante aus Trudering, die nie um diese Zeit anruft, oder Uli Hoeneß. Und ich wusste, dann wird es wohl er sein. Und er war es dann auch und hat mich in dem Fall ausnahmsweise, war er gut gelaunt und gelobt und hat die alten Zeiten mit mir gemeinsam gefeiert. Ich habe natürlich mitgefeiert und insofern war es kein stellvertretendes Gespräch, weil normalerweise ruft er an, wenn ihm was nicht passt, schimpft dann erstmal eine Viertelstunde, sagt, dass er nie mehr was sagen wird und dann redet er eine halbe Stunde und hinterher weiß man ziemlich viel. Also das ist so der normale Rhythmus. Aber tatsächlich hat er sich lange zurückgehalten. Er hat ja jetzt auch kein offizielles Amt mehr. Das war dann so ein Anruf, der wieder so ein bisschen das Eis gebrochen hat vor 2 Jahren. Und inzwischen meldet er sich relativ regelmäßig, manchmal sogar ohne vorheriges Fax.
Ja, jetzt hast du gesagt, hinterher weiß man dann ziemlich viel. Das schreckliche Los kann ich mir vorstellen von so einem Sportredakteur ist, man weiß ziemlich viel und kann es nicht verwenden, sondern darf nur die offiziellen Sachen freigeben und abdrucken. Das ist ja ohnehin eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen. Wie arbeitet eigentlich so eine Sportredaktion und wie verdammt kommt man an diese Leute ran? Ist es dann so, jeder hat so sein eigenes Telefonbuch und man lässt auch den Nachbarn nicht so gerne reingucken, weil man hat ja die exklusiven Drähte, die man nicht so gerne teilt? Oder ist man froh, dass man irgendwo einen Kontakt hat und feiert das gemeinsam, wenn es da den direkten Draht gibt? Konkret mit Blick auf das Buch ist natürlich die Frage auch, wie verdammt nochmal kommt Javier Caceres, ein Kollege von euch, an ein Interview mit Roche Valdano? Also die beiden sind, ich weiß nicht, sind, wie kann man das sagen, sind fast verheiratet. Blutsverwandt. Sind mehr oder weniger Blutsverwandt. Also unser Kollege Javier Caceres, der den Eingeweihten wahrscheinlich bekannt ist, der den südamerikanischen und spanisch sprechenden Teil der Welt beackert, der hat natürlich über die viele Jahre natürlich Kontakte aufgebaut, natürlich zu anderen Journalistenkollegen, die tauschen sich dann doch sehr stark mit Nummern aus. Also da, ich glaube, die Geschichten von ich sitze auf meinem Telefonbuch und gebe niemandem was ab, ich glaube, die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also jedenfalls in unserer Redaktion ist da hohe und höchste Transparenz, aber auch innerhalb der unterschiedlichen Redaktionen. Und bei Javier ist es tatsächlich so, der hat was, da würde man beim Fußballer sagen, das kann man nicht lernen, der hat auch was man nicht lernen kann, der hat das sogenannte Reporterglück, also der stolpert in Hotellobbys und rennt dort allen Prominenten über den Weg. Und wenn man so einen in der Redaktion hat, ist es dann relativ dankbar. Ja, ich glaube, das Austauschen von Handynummern hat natürlich ein Stück weit auch mit Vertrauen zu tun. Ja? Also natürlich, also es gibt die Leute, die jedem ihre Handynummer geben, weil sie sagen, im Zweifel ist es immer besser, er ruft mich vorher an, bevor er was schreibt. Dann kann man es noch irgendwie kontrollieren oder so. Und dann gibt es natürlich auch die relativ prominenten Namen, die sich auch so ein bisschen schützen müssen, wo man dann auch manchmal vielleicht ein, zwei Jahre braucht, ein paar Interviews führen muss, die noch über den Pressesprecher arrangiert werden und wo man dann mal an den Punkt kommt und sagt, okay, soll man nicht mal Handynummern austauschen, hat vielleicht auch dann der Gesprächspartner mal was davon, dass man mal off the record reden kann, ohne dass vielleicht auch der Verein weiß, dass man Kontakt hat oder dass man vielleicht auch mal was off the record erfährt. Natürlich muss man mit diesen Telefonnummern dann auch ein bisschen sorgsam umgehen, kann jetzt nicht jedem geben und dann sagen, ich habe deine Nummer vom Christoph Knär, weil dann gibt das sie nämlich nicht mehr raus. Aber wir arbeiten ja an einem gemeinsamen Produkt und es kann natürlich auch mal sein, dass man sagt, pass mal auf, du schreibst die und die Geschichte, da wäre es gut, vielleicht noch eine Einschätzung von dem und dem zu bekommen. Ich rufe den für dich an und entweder wir schreiben die Geschichte zusammen oder ich rufe dir das zu. Also es gibt da jede Menge Zwischenformen. Ja. Aber vielleicht noch eine Geschichte muss man vielleicht noch sagen, weil du den Valdano angerufen hast. Einer meiner eindrücklichsten Tage in der Sportredaktion war, irgendwann am Nachmittag rief besagter Kollege Javier Caceres an und sagte, Maradona ist tot. Ich schreibe den Nachruf für gleich und für morgen schreibt den Jorge Valdano. Und dann sage ich, wie Xaver, du, Maradona ist tot und du rufst als erstes Valdano an, also Valdano, argentinischer Fußballweltmeister, später dann Fußballliterat, Trainer großer Vereine und so weiter. Und sagt er, nee, der weiß es noch nicht. Sagt er, ja, wie? Und sagt er, ja, ich habe den Kollegen von El País angerufen und jetzt, während wir hier reden, ruft der Kollege von El País den Valdano an und sagt, schreibst du uns für morgen den Nachruf? Und dann sagt der Valdano, das weiß ich, ja, mache ich. Und dann übersetze ich euch den heute Nacht und morgen haben wir ihn. Und wenn du natürlich so diese Möglichkeiten hast, dann kommt was raus, was dann auch manchmal buchwürdig ist und ein bisschen die einzelne Ausgabe, die einzelne Zeitungsausgabe so überdauert. Ja, also auch dieses Interview findet sich in dem Buch wieder und das kann ich auch sehr empfehlen, weil es sehr eindrücklich nochmal die Person Maradona schildert zwischen Genie und Wahnsinn und all dem, was ihn zu der Figur gemacht hat, die er dann gewesen ist. Vielleicht nochmal allgemein zu so einer Sportredaktion, weil wir jetzt die ganze Zeit über Fußball sprechen und ich weiß ja auch, es gibt immer mal wieder alle Jahre die Diskussion, nimmt der Fußball zu viel Platz ein? Ist es in der Sportredaktion selber auch so ein ewiger Kampf darum, dass die Kolleginnen der anderen Sportarten sagen, also jetzt reicht's mal mit dem Fußball und wir wollen auch andere Themen setzen?
also ich weiß nicht, ob man es Kampf nennen sollte, aber eine ewige Debatte ist es tatsächlich auf jeden Fall. Und das ist, es fällt einem dann, wenn man über Fußball schreibt, wie ich das tue, natürlich auch relativ schwer, dann immer auf dem Fußball zu bestehen. Und mich interessieren ja im Sport sehr viele andere Dinge auch. Die Problematik ist tatsächlich, wenn man sich am sogenannten Interesse von Leser und Leserin orientiert, das kann man ja heutzutage, Klammer auf, leider, Klammer zu, vielleicht auch zum Glück messen. Und da lässt sich natürlich tatsächlich einfach ganz banal feststellen, dass der Fußball die weitaus meiste Aufmerksamkeit erregt, ob man es gut oder schlecht findet. Und es gibt ja heute die sogenannten Klickzahlen, wo man also lesen kann, welcher Text wie oft angeklickt wird. Und man kann sogar lesen, man kann natürlich auch messen, welcher Text aus der sogenannten Bezahlschranke dann genommen wird, also für den extra Geld bezahlt wird und für welchen nicht. Und da ist dann natürlich signifikant der Fußball in Front. Das liegt nicht an den Menschen, die über diesen Fußball schreiben, sondern einfach an dieser Sportart, die so prominent ist. Und unser Standardspruch ist immer, wenn man jetzt vergleichen würde, man hat eine wunderbar recherchierte Geschichte aus dem Turnverband, die irgendwelche Skandale offenlegt, oder man hat dagegen die Schlagzeile "Nichts Neues von Uli Hoeneß", dann würde "Nichts Neues von Uli Hoeneß" mit Sicherheit 5-mal mehr geklickt werden. Das ist leider die Wahrheit. Aber als jemand, der auch viel von Olympischen Spielen berichtet, der seit 15 Jahren den Schwimmsport für die Süddeutsche Zeitung begleitet, muss ich auch sagen, es ist nicht gottgegeben, sondern es ist, und es ist auch nicht immer so. Und wir merken schon auch, dass man von der SZ auch im Fußball ein bisschen was anderes erwartet, als jetzt vielleicht vom Kicker oder von sportschau.de. Bei uns suchen die Leute nicht Hoffenheim-Wolfsburg 0-0. Spielbericht. Das suchen die Leute bei uns nicht, sondern sie suchen bei uns die Hintergrundgeschichte, sie suchen bei uns oft wirklich auch die tiefe Erklärung, was beim FC Bayern passiert, weil man als Münchner Zeitung, wir natürlich da irgendwie auch so ein bisschen so eine Deutungshoheit für uns beanspruchen, aber man liest bei uns auch die iranische Kletterin, die ohne Kopftuch auftritt und wie es mit ihr in Teheran ergeht nach ihrer Rückkehr. Man liest bei uns Djokovic, der ungeimpft in Australien festgesetzt wird. Man liest bei uns Hintergründe zu der feindlichen Übernahme des Golfsports durch Saudi Arabien und so weiter. Man liest bei uns Porträts von Schwimmern, Biathleten. Also wir verstehen uns schon als Sportredaktion, die der gesamten Breite des Sports verpflichtet ist und die versucht wirklich die Geschichten, darum geht es ja am Ende bei uns, die Geschichten aus möglichst vielen Sportarten zu erzählen. Aber Geschichten sind eben nicht als erstes, wer hat das Biathlon-Rennen gewonnen, ja, oder wer hat das Skirennen gewonnen, sondern zu versuchen, die Menschen, die diesen Sport betreiben, mit ihren Leidenschaften, mit ihren Brüchen und sowas vorzustellen, dann ist das Interesse auch hoch, wenn es nicht Fußball ist. Und das gibt uns immer wieder auch sozusagen, ja, also es bestärkt uns in dem, dass wir den Sport möglichst breit anlegen, nicht nur den Fußball möglichst breit verstehen, sondern auch den Sport möglichst breit verstehen. Aber wie Christoph gesagt hat, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann brauchst du mit Biathlon nicht kommen. Das ist halt so. Ja. Aber gibt es dann auch bei den verschiedenen Themen nochmal besondere Zugänge, wo ihr merkt, ihr müsst es auf eine besondere Art und Weise angehen, damit es auch gelesen wird? Weil ich weiß natürlich auch bei einer Tageszeitung, die Klicks entscheiden, wenn ihr zig Artikel, wo ihr sagt, das ist total wichtig, dass wir auch über die Sportart berichten und über diese Vorkommnisse berichten, schreibt, die keiner liest, dann werdet ihr die irgendwann nicht mehr schreiben dürfen. Also wie gelingt es, dass man auch andere Themen, die vielleicht noch nicht so ein großes Publikum haben oder so populär sind, dass man die auf eine Art und Weise beschreibt oder aufgreift und transportiert, dass sie auch breiter gelesen werden, ja, um sich dann eben auch gegenüber dem Fußball beispielsweise zu behaupten oder auch meinetwegen auch innerhalb des Fußballsports wiederum die kleinen Themen, die Amateurvereine mit ihren besonderen Geschichten, wo man weiß, wenn es dann gelesen wird, dann mit viel Liebe und wahrscheinlich auch Tränen in den Augen, weil es schöne Geschichten sind, aber die Aufmerksamkeit muss man erstmal bekommen. Also wie sehr ist man auch vielleicht als Sportredakteur auch gefangen, dann sich die schmissigen Schlagzeilen auszudenken, wo es einem manchmal so selber ein bisschen schüttelt, dass man die Geschichten eben so verkaufen muss? Also wir versuchen natürlich, das so seriös und rechtschaffen wie möglich zu machen. Tatsächlich ist es ja so, die Erfindung dieses sogenannten Internets, des albernen Internets, wie Uli Hoeneß sagen würde, hat natürlich eine ganze Menge verändert. Also zum einen macht es uns das Internet also manchmal auch leichter, weil wir sozusagen uns eher von der
von der schnellen, was der Claudio Wolfsburg gegen Hoffenheim 0-0-Geschichte genannt hat, verabschieden können, weil die ist dann tatsächlich im Internet und das können auch andere schnell machen, das müssen wir nicht machen. Von daher können wir um mehr Zeit uns der ausgeruhten, recherchierten Geschichte widmen, einerseits. Andererseits ist das Internet natürlich auch gefährlich, weil es natürlich genau dazu neigt, dass man solche zugespitzten Unterzeilen, Schlagzeilen macht, auf die Verkaufe hin titelt. Und das ist natürlich schon auch ein tägliches, deswegen haben wir ja auch nicht nur Autoren, sondern TVDs und Redigierkräfte und all das und sind da ständig miteinander am Verhandeln. Da hat man die goldene Lösung nicht einfach mal gefunden, sondern muss man bei jedem einzelnen Text natürlich neu überlegen, können wir den Teaser, wie das in der Fachsprache heißt, können wir den so machen, ist der zugespitzt genug oder ist der vielleicht zu zugespitzt? Von einem zu zugespitzten Teaser hat man im Grunde ja auch nichts, weil dann am Ende eine, wie unser alter Chef immer gesagt, eine Produktenttäuschung herrscht, also man macht da den Leser heiß und dann kommt es im ganzen Text nicht vor. Davon hat man auf lange Sicht natürlich auch nichts. Aber das ist tatsächlich in dieser historischen Zwischenphase, in der wir jetzt sind zwischen Print und Digitalisierung, ist es wirklich eine tägliche, manchmal auch anstrengende Debatte. Mal richtig in die Nesseln gesetzt oder musste sich Claudio mal schützend vor einen Redakteur werfen, nachdem vielleicht ein Teaser zu zugespitzt war? Ja. War es der Christoph? Nein. Nein, ich habe an einen Fall gedacht, der stimmt aber gar nicht auf die von dir geschilderte Ausgangslage, sondern wir haben einmal eine Geschichte über den Trainer Thomas Tuchel in Dortmund zu früh belichtet. Und dann hat ein Kollege ohne Rücksprache die online gestellt. Ja. Und da standen noch so ein paar Vorwürfe drin, die wir noch verifizieren wollten und die dann in der zweiten Fassung, das ist ja im Internet kann man natürlich nach 10 Minuten sagen, okay, ich habe es korrigiert, dann macht man einen Transparenzhinweis, in der ersten Fassung stand irrtümlich drin und so weiter. Auch in der gedruckten Zeitung hat man die Chance, also wir drucken ja sagen wir um 17 Uhr an in der Regel, das ist dann allerdings nur die Bahnhofsausgabe München. Also da laufen dann ein paar fliegende Händler rum und verteilen die oder ein bisschen was geht dann irgendwie auf die kroatischen Campingplätze. Da kann man manchmal noch sagen, okay, ist jetzt durchgerutscht und um 18 Uhr haben wir dann die Hauptausgabe, die erste und dann haben wir den Fehler rausgemacht. Ja. Und in dem Fall mussten wir uns mal bei Thomas Tuchel entschuldigen, wobei er hofft, hätte, dass wir uns für viel mehr entschuldigen nach der Geschichte, als wir es dann für angemessen hielten. Wir versuchen die Themen auch, und das muss man wirklich, wenn man sie online stellt, also wenn man online bei sz.de oder auch in der Digitalausgabe, da funktionieren, so wie wir ein Buch machen, so zurückgelehnt, lean back Medium, ja, so ein bisschen sophisticated, Ironie, ganz vieles funktioniert nicht, wenn man ganz schnell im Internet schaut. Und man muss andere Reize setzen. Und trotzdem ist unser Anspruch eben, wie Christoph gesagt hat, die Dinge nicht überzuverkaufen, sie sehr präzise zu titeln und zu teasern, aber eben im Rahmen dessen, was der Text dann auch hergibt. Ja, das ist... Da glaube ich, aber sind wir schon eher defensiv unterwegs, wenn man sich schaut, was andere machen und das, wie Themen verkauft werden, wo dann der Text das nicht hält, was in der Überschrift steht. Also, das ist auf Dauer nicht Süddeutsche Zeitung. Ja, man muss tatsächlich auch, das gilt jetzt gar nicht nur für uns, also das sehen Sie als Nutzer und Nutzerin wahrscheinlich auch auf Ihrem Telefon. Also heutzutage ist es noch viel schlimmer, als es vor 2 oder gar vor 5 Jahren war. Heute ist alles ein Skandal. Also sofort wird irgendwie eine Schlagzeile ploppt auf, es kommt irgendwie die Push-Meldung. Dieser Starspieler hat einen Skandal oder dieser Mainz-Star hat das und das. Und das ist dann ein Mainz-Star, den die meisten Spieler, die meisten Menschen, die nicht zufällig Mainz 05 verfolgen, gar nicht kennen. Also diese Übertitulierung und diese Skandalisierung, die ist natürlich nicht mehr aufzuhalten. Zumal, wenn es dann darum gehen soll, die Leute hinter die Bezahlschranken zu locken. Und da muss man dann tatsächlich aufpassen, dass man dem nicht auf den Leim geht. Aber ich glaube, also so Begrifflichkeiten wie Skandal und Pleite und Star und sowas, mit sowas gehen wir sowieso extrem sparsam um. Wir versuchen eigentlich gar nicht zu machen. Ein wirklicher Skandal war ja die WM-Vergabe nach Katar. Die liegt jetzt vor uns und ich weiß, ihr beide werdet als Sportredakteure auch hinfahren und berichten. Und das war ja möglicherweise bei euch auch eine Debatte. Beteiligt man sich daran, fährt man hin, berichtet man? Es gibt ja auch die Bewegung Boykott Katar, dass man möglichst irgendwie gar nicht sich mit in Verbindung gebracht werden soll, nicht noch kommerziell davon profitieren soll. Wie ist denn das bei euch diskutiert worden in der Redaktion?
Also wir haben gestern ja schon mal drüber gesprochen, es gab ja vor 10-12 Jahren gab es bei uns im Ressort mal eine relativ große Debatte, das war bei der Tour de France, das war sozusagen im Nachklapp von dieser dunklen Lance Armstrong-Zeit, da gab es auch Begehrlichkeiten oder Anfragen, ob man nicht über die Tour de France einfach mal nicht mehr berichtet, einfach gar nicht berichtet, ein Zeichen setzt. Und da war natürlich dann am Ende der Debatte stand natürlich das Vorhersehbare, natürlich berichten wir weiter, weil wir können ja nicht die Wirklichkeit aus der Zeitung rausredigieren, die findet ja statt und es gibt auch Interesse daran. Und B, was würde uns jetzt sozusagen, was würde uns ermächtigen zu sagen, über die Tour de France berichten wir nicht mehr, aber über das 100-Meter-Finale der Männer berichten wir. Diese Logik funktioniert natürlich nicht. Und das ist jetzt das, was auch für Katar gilt. Es ist keine Lösung, nichts zu machen. Und es ist keine Lösung, bequem sich wegzuducken und das irgendwie bäh zu finden. Im Grunde geht die Arbeit erst los. Also man muss jetzt eine Haltung dazu entwickeln. Und da sind wir, wenn man ganz ehrlich ist, selber gespannt. Also der Claudio wird das kleiner berichten können von Olympia in Peking. Das war ja mindestens genauso prekär. Aber beim Fußball gibt es so einen Erfahrungswert natürlich nicht. Und man kann nur... Wir können im Moment nur sagen, was wir nicht machen werden. Also wir werden nicht berichten, wir werden nicht nur über Fußball berichten, wir werden aber auch den Fußball natürlich nicht weglassen. Aber wie es dann am Ende genau aussehen wird, ob wir unsere lustigen, tagesaktuellen Land- und Leute-Glossen so intonieren wie bisher oder ob wir die vielleicht eine Schere im Kopf haben und sie vielleicht sogar so intonieren könnten, aber uns irgendwie nicht trauen, das ist alles ein Erfahrungswert, den wir tatsächlich noch nicht haben. Und da sind wir tatsächlich selber gespannt. Also ich hatte vor einiger Zeit mal die Anfrage von 3 12-Jährigen, die einen Fußball-Podcast machen, ob ich da mal zu Gast bin. Und die waren total informiert, haben alle unsere sportpolitische Berichterstattung gelesen, haben ganz kluge Fragen gestellt und haben dann am Ende gesagt, wir haben uns entschieden, auch bei uns in der Klasse, 12 sind dann 6., 7. Klasse wahrscheinlich, wir gucken das nicht. Das ist nicht mehr unser Fußball, wir gucken das nicht. Und dann habe ich auch gesagt, Riesenrespekt, hätte ich jetzt von euch nie erwartet. Ich habe auch einen kleinen Sohn, der guckt das natürlich und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich kann jetzt nicht meinen Sohn dafür verantwortlich machen, dass irgendwann vor 10 Jahren überwiegend korrupte Fußballfunktionäre die WM nach Katar vergeben haben. Und insofern, warum soll jetzt der nicht Fußball gucken? Aber ich habe einen großen Respekt vor jedem, der sagt, das entspricht mir jetzt nicht mehr, mir ist das jetzt die Stufe zu überdreht, da bin ich nicht mehr dabei. So. Also der private Boykott, der bringt möglicherweise nichts, aber ich finde den total respektabel. Vielleicht bringt er doch was, wenn die Fernsehanstalten und die rechte Verwerter und Händler feststellen, es gab eine signifikant weniger Menschen, die sich dafür mit der Leidenschaft interessiert haben. Vielleicht bleibt was hängen, vielleicht wird es dann auch, sagen wir mal, kommerziell irgendwie Auswirkungen haben. So. Das ist aber das eine. Das andere, finde ich, ist der politische Boykott. Ja? Also die Frage, fliege ich als Bundeskanzler, Sportministerin, wie auch immer, Vorsitzender des Sportausschusses, fliege ich dahin, setze mich zu den Herrschenden auf die Tribüne und lasse mich letztendlich instrumentalisieren, indem ich signalisiere, die ganze Welt ist zu Gast bei diesem Ereignis. Wir als Regime, als Herrschaftssystem sind weltweit anerkannt. Darum geht es ja. Das finde ich bei Katar schon gar nicht mehr so leicht zu entscheiden. Also ich fand es sehr leicht zu entscheiden bei den Winterspielen in China, wo Christoph ja angesprochen hat. Die waren für uns wirklich nochmal eine Nummer schärfer. Und da hat die Politik ja auch relativ klar geantwortet. Da ist ja die Außenministerin nicht hingeflogen und so weiter und so weiter. Ja. Aber ja, der Wirtschaftsminister fliegt nach Katar und bittet um Gas. Ne? Und dann ist ein paar Monate später die Fußball-WM. Da sagt dann der Wirtschaftsminister, ich boykottiere die Fußball-WM. Also es ist nicht schwarz und weiß. Ja? Das, glaube ich, ist relativ wichtig zu sehen. Und dann ist die dritte Frage, was machen Medien? Und ich glaube, Medien, unsere Aufgabe ist es zu berichten. Und wir haben es ein bisschen einfacher als das Fernsehen. Wir sind mit niemandem da verbandelt. Wir haben keine Rechte gekauft. Wir haben keine Verträge unterschrieben. Wir fliegen dahin und schreiben auf, was wir sehen, unabhängig. Und wir haben da sehr viel Erfahrung. Wir haben
immer bei diesen Ereignissen nicht nur Fußballredakteure am Start, sondern wir haben die Kollegin der Außenpolitik, wir haben den Kollegen Holger Gerz für die Seite 3. Wir verstehen jedes große Ereignis auch als politische Veranstaltung. Und auch wir, wenn wir über Fußball berichten, haben wir nicht nur den Blick auf Ecke von links, ging an den Pfosten, ja, sondern auch wir verstehen ja den Fußball breiter. Und das ist, glaube ich, völlig alternativlos und das erwartet man auch von uns, dass wir hinfahren, dass wir die letzten Jahre wahnsinnig viel auch recherchiert haben. Also ich habe ja den erwähnten Gianni Infantino schon erwähnt. Wir haben Hintergründe recherchiert, sind den Fragen nachgegangen, wie genau lief diese Vergabe, wie genau sah die Korruption aus, wie genau macht sich Katar sozusagen in diesem Weltfußballsystem unverzichtbar. Jetzt ist es soweit und jetzt fahren wir hin und beschreiben in all seiner Vielfältigkeit das Ergebnis. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und so gehen wir es an. Und ich glaube, nur um mal sozusagen an einem Beispiel plastisch zu machen, wie irre das alles geworden ist und auch wie schwierig die Debatten für uns geworden sind, also gerade unsere Olympiafahrer in Peking, da fiel dann tatsächlich nach langen Debatten und nach Konsultierung anderer europäischer Redaktionen fiel dann die Entscheidung, dass man da nicht mit seinen eigenen Handys hinfährt, dass man da nicht mit seinem normalen Dienstlaptop hinfährt, aus Sorge, da könnte einem was draufgespielt werden oder da könnte man ausgespäht werden. Und es gab dann tatsächlich, wurden dann ganz billige Handys erworben und dann billige Prepaid-Karten in Peking gekauft und vor dem Rückflug wurden die Handys dann einfach weggeschmissen und entsorgt. Auch die Laptops wurden weggeschmissen. Auch die Laptops. Und da wissen wir natürlich auch selber nicht, sind wir da paranoid und ist das ein Schritt zu weit oder ist das dringende Notwendigkeit? Das ist alles sind alles so Debatten, die wir täglich führen müssen und wo niemand behaupten kann, ich habe da jetzt die Antwort drauf. Ja, ich stelle mir das auch widersprüchlich vor, weil natürlich alle immer auf die anderen verweisen können. Also wenn wir nicht berichten, tun es ja die anderen. Ne? Und deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn wir hinfahren, weil wir können ja den anderen das Feld nicht überlassen. Also in die Richtung das aufzulösen. Ja, wir sind ja auch keine Aktivisten. Also wir sind Journalisten und es ist nicht unsere Aufgabe, Sie lachen, in manchen Fällen mag man das anders sehen, wir reden heute über Fußball, aber so verstehen wir uns. Ja? Wir sind keine Aktivisten, wir sind Journalisten und wenn die WM stattfindet, dann berichten wir in ihrer Vielfältigkeit, aber dann spielt auch die deutsche Nationalmannschaft. Ja? Und dann wird möglicherweise der Videoschiedsrichter sich irren und dann werden wir über den Videoschiedsrichter einen großen Text schreiben und Der wird sich sehr sicher irren. Und da wird da nicht drin stehen, dass er sich in einem Stadion geirrt hat, in dem so und so viele Wanderarbeiter aus Bangladesch zu Tode gekommen sind. Oder, ne? Aber das wird in der Gesamtberichterstattung eine Rolle spielen. Und ich glaube, dann ist es ein Gesamtpaket und dann wird man dem gerecht. Das ist die Hoffnung. Vielleicht noch den letzten Satz, bevor es dann in ein journalistisches Seminar ausartet. Aber tatsächlich, da sind wir natürlich so sozialisiert, dass wir da sozusagen in Printzeitungsseiten denken. Das ist, was der Claudio sagt, wir würden jetzt nicht in jedem einzelnen Text schreiben, in diesem Land, in dem übrigens dann Korruption, also das in einen Fußballtext zu schreiben, wäre ja völlig wahnsinnig. Aber wir gehen dann ja bisher davon aus, dass wir ein Paket von 3, 4, 5 Seiten anbieten, wo natürlich diese Aspekte alle vorkommen. Das ist natürlich in der Internetberichterstattung schwieriger, also in der digitalen Berichterstattung nicht, wo es die Ausgabe digital gibt, aber im Internet, wo dann der eine Text da und der andere Text da, da werden die Texte natürlich nicht mehr kuratiert zusammengelesen als Gesamtkunstwerk oder Gesamtprodukt, sondern einzeln. Und da ist dann wirklich die Frage, müsste man da in vielen Texten noch mehr darauf hinweisen? Das werden wir sicherlich nicht tun, weil es dann irgendwie der eigenen Herangehensweise widerspricht. Aber auch das verändert völlig, muss unser Denken verändern. Wir haben die Diskussion ja ähnlich auch geführt im Verlag, weil wir ja auch Bücher zu den großen Turnieren rausbringen und haben das auch so aufgelöst, dass wir sagen, man muss über das sportliche Event berichten, man darf nur eben die gesellschaftliche, politische Dimension nicht ausblenden. Das ist die Aufgabe und ich glaube, finde ich dann interessant, ob es dann auch so Leitlinien gibt für die Berichterstatter vor Ort. Achtet bitte darauf, dass das und das nicht im Bild ist, dass wir nicht noch Werbung für das und das machen. Also, dass man so dann nachher ganz gehemmt ein Stück weit berichtet, weil man immer im Kopf hat, ich darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich das
ausblenden würde, die Probleme ausblenden würde, so wie du ja beschreibst. Ja, ja. Ne? Ist das ausreichend, dass das in einem anderen Text besprochen wurde? Oder muss ich jetzt nochmal überall einen Satz ranhängen, dass ich das übrigens ganz schlimm finde, wie die Bedingungen dort sind? So wie es ja auch in der, also mir ist es persönlich auch in der Berichterstattung zu Peking aufgefallen, dass man irgendwann das Gefühl hatte, jeder Sportler, jede Sportlerin hatte nochmal das Bedürfnis zu sagen, wie schlimm die Umstände dort sind und wenn es auch nur um die Essensversorgung ging. Aber irgendwo nochmal sagen zu müssen, es ist jetzt nicht nur toll, dass wir hier Sport machen. Ja, also mit, klar, mit Political Overcorrectness ist dann auch nichts gewonnen, sozusagen, wenn es dann sozusagen aufdringlich wird. Es muss dann schon sozusagen glaubwürdig bleiben, an dem Platz erzählt werden, an den es hingehört. Aber das ist natürlich tatsächlich nicht so einfach, ja. Eine andere Debatte, die wir vor kurzem ja hatten im Zuge der Fußball-WM EM der Frauen, war ja auch die Frage, inwiefern die ihren Platz innerhalb des Fußballs behaupten können. Welche Debatten hat es da in eurer Redaktion gegeben? Weil es ist ja auch ein nachholender Prozess, dass man auch den Frauen mehr Platz einräumt, als sie bisher bekommen haben. Und auch die Frage zum Beispiel, wie viele Frauen schreiben überhaupt bei euch in der Sportredaktion? Es sind leider zwei weniger geworden, weil uns zwei tolle Kolleginnen verlassen haben. Eine ist jetzt Storytelling-Beauftragte im München-Teil und eine ist jetzt Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Saskia Aleite, von der auch eine tolle Geschichte im Buch ist, über einen Magdeburg-Fan, der zu Tode gekommen ist in Fanstreitigkeiten mit, ich glaube, mit Halle-Fans, wenn ich mich nicht täusche. Also der Sportjournalismus ist sehr männlich, das ist so. Als ich vor 10 Jahren aus Berlin zurückgekommen bin nach München und stellvertretender Ressortleiter wurde, hatten wir exakt 0 Redakteurinnen in der Sportredaktion. Wir haben dann sehr drauf geschaut, bei jeder möglichen Möglichkeit eine Stelle zu besetzen. Gibt es irgendwo eine Kollegin? Wir haben aus Berlin eine tolle Kollegin geholt. Wir haben selber ausgebildet und wir waren dann nach 8 Jahren bei immerhin 4. Was jetzt auch nicht viel ist, aber sagen wir mal von 0 auf 4 in 8 Jahren dafür, dass wir gar nicht so oft Stellen besetzen, weil wir nicht so wahnsinnig... Von insgesamt wie vielen? Dass man von insgesamt gut 20. Ja. Und jetzt sind wir noch bei 2. Leider. Aber das ist ein großes Thema und also ist sehr präsent bei uns, nicht nur, auch gar nicht nur im also nicht nur bei Kolleginnen und auch nicht nur beim Frauenfußball, sondern insgesamt, dass wir uns eigentlich, also die Frage, haben wir auch eine Frau im Blatt, die stellen wir uns eigentlich täglich, weil der Sport es oft einem nicht so leicht macht, muss man ehrlich sagen. Ne? Also es gibt, gerade wenn wir über Olympia reden, ist es überhaupt gar keine Frage, da hast du Schwimmerinnen, du hast Tennisspielerinnen bei den großen Turnieren, du hast im ganzen Wintersport ist es eigentlich überhaupt kein großer Unterschied, ob du jetzt über ein Frauen- oder über ein Männerrennen berichtest. Da ist eigentlich nur die Frage, wo sind die Erfolge, wo sind die spannenden Figuren, aber eine Lindsay Vonn und so weiter, da stellt sich ja nicht die Frage, kriegst du eine Frau im Wintersport in die Zeitung. Aber dann gibt es natürlich auch viele Bereiche wie die Formel 1, den ganzen US-Profisport, NBA, wo wir schon ein großes Leserinteresse haben. Da kannst du jetzt nicht anfangen, auch über die US-Frauen-Baseball-Liga zu berichten. Ne? Da hast du natürlich dann irgendwo nicht mehr die Figuren und nicht mehr die Aufmerksamkeit in Deutschland. Also ist es manchmal nicht leicht und dann hast du eben noch irgendeine Champions-League-Woche, wo du dann Dortmund und Manchester City und Real und so und dann stellst du oft fest, ui, heute sind wir sehr männlich. Und dann ist die Frage, haben wir eine Frau im Blatt eigentlich sozusagen unser täglicher Begleiter und wir versuchen aktiv zu sagen, wo sind die spannenden Geschichten, wo sind die Porträts? Und oft ergeben sich die und oft müssen wir die wirklich suchen. Aber wir suchen sie auch, weil es uns wichtig ist, wie ich habe vorher über Vielfalt gesprochen und trotzdem gelingt es uns oft nicht, das paritätisch zu haben, ja, aus den bekannten Gründen. Aber was im Frauenfußball tatsächlich vorangeht, da ist wirklich sehr viel vorangegangen, freudigerweise. Ja. Das kann man auch klar sagen. Und da muss ich jetzt dem Claudio gleich wieder das Wort erteilen, weil der Claudio da natürlich bis heute schwerst traumatisiert ist. Wir haben ja jedes Jahr so eine SZ-Veranstaltung in München, die Nacht der Autoren, da lesen wir unsere Sporttexte. Und vor, glaube ich, 10 Jahren, als die Frauenfußball-EM, glaube ich, war, das in Deutschland 2011 war, haben wir das mal probiert, das ist tatsächlich 10 Jahre her, einen Abend mit einen Diskussions- und Leseabend über Frauenfußball zu bestreiten, direkt nach dieser Europameisterschaft. Und jetzt übergebe ich das Wort an den geschätzten Kollegen links, der mir nämlich gleich sagen darf, wie viele Zuschauer da waren. Ja, es waren 12 Zuschauer und davon waren 10 mit einer der Autoren befreundet. Okay. Oder verwandt. Und, und also da muss man dann sagen, da kommt man her. Und den hat man natürlich auch Rechnung getragen und wir können nicht. Wir sind natürlich einerseits...
der Vielfalt verpflichtet und andererseits sind wir eine begrenzte Anzahl an Leuten und wir müssen natürlich dem Leserinnen- und Leserinteresse irgendwie Rechnung tragen. Und wenn wir natürlich feststellen, wir können nicht 6 Leute an einem Wochenende in Bundesliga-Stadien der Männer schicken und dann aus politischen oder Compliance oder Gleichberechtigungserwägungen auch nochmal 6 Leute in Fußballstadien der Frauen, weil die haben wir nicht, diese anderen 6. Und wir können auch nicht 3 und 3 machen, weil ansonsten bin ich nur noch damit beschäftigt, warum haben wir nichts zu Dortmund, warum haben wir nichts zu Augsburg. So, also das ist erstmal das Publikum, dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen und gleichzeitig stellen wir fest und begrüßen das und betreiben das natürlich oder begleiten das wohlwollend mit Kommentaren, mit allen möglichen Dingen, dass sich der Frauenfußball entwickelt und dass er sich zunächst mal auf Nationalmannschaftsebene entwickelt und dass sich auch die Liga entwickelt. Und wir berichten heute sehr viel mehr über die Nationalmannschaft, über die großen, also über den FC Bayern, über VfL Wolfsburg, über die Top-Clubs der Frauenliga. Wir berichten relativ viel international. Wir hatten mehrere ganzseitige Interviews jetzt Ende der letzten Saison mit der Weltfußballerin, mit Fußballerinnen vom FC Barcelona, wo ja dann 90.000 bei einem Spiel waren. Also wir suchen und nutzen die Anlässe, wo der Frauenfußball Aufmerksamkeit hat und gehen das mit. Aber wir werden sicher nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir berichten jetzt aus jedem Bundesliga-Stadion der Frauen mit einem Spielbericht, weil wir kommen auch ehrlicherweise davon weg, aus jedem Bundesliga-Stadion der Männer mit einem Spielbericht zu berichten, weil, wie ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, auch die Erwartung an uns verändert sich und die Erwartung ist eben, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren war es mehr noch, es findet was statt und dann muss es in der Zeitung stehen, ja, ist so eine Art Chronistenpflicht, weil wenn es nicht in der Zeitung steht, hat es nicht stattgefunden, ja, außer im Fernsehen vielleicht. Aber da hat man sich bei uns ja wirklich auch ganz ja, im Sinne des Chronistentums informiert, was war am Wochenende los. Inzwischen kriege ich zwar immer noch sehr viele Mails und Zuschriften, wo die Leute sagen, ihr habt ja gar nichts über die zweite Liga Frauenhandball in der Zeitung, ihr habt nichts über den Europameistertitel der Springreiterin in der Zeitung, ihr habt gar nichts über die nordische Kombination in Seefeld in der Zeitung. Da haben doch unsere Sportler gewonnen. Wieso lese ich das bei euch nicht? Und dann sage ich, ja, aber du weißt es doch schon. Ja, also, ja, weil es keine Geschichte darüber gibt. Also wir haben es natürlich in den Zahlen oder so, ja, aber es war jetzt nicht die tragende Geschichte des Wochenendes. Und darauf versuchen wir uns ein bisschen mehr zu konzentrieren, um wirklich die spannenden Geschichten zu erzählen. Und es kann mal nordische Kombination sein, es kann mal Springreiten sein und es kann mal Frauenfußball sein. Aber es ist nicht alles an jedem Wochenende gleichzeitig. So, und da muss man so ein bisschen für Verständnis werben, weil viele Leute wollen, dass es in der Zeitung steht. Wenn wir dann aber fragen, wie viel haben es denn tatsächlich gelesen, sind es dann oft sehr wenige. Ja, und da in dieser Interessenlage auch unserer Leserinnen und Leser bewegen wir uns und können nicht jede Erwartung erfüllen. Ja, aber der Frauenfußball wird größer. Wir verhandeln gerade über Budget für die WM nächstes Jahr in Australien und Neuseeland und werden da sicher auch umfangreich vor Ort sein und berichten. Ja. Ja, man darf gespannt sein, ob der zwischenzeitlich wieder verkündete Durchbruch diesmal wirklich einer ist. Zumindest die ersten Zahlen aus den Bundesliga-Stadien sprechen ein bisschen dafür, ja, wo es auch die ersten ausverkauften Spiele gibt. Also dass wirklich über das Turnier hinaus auch sich Menschen jetzt für den Frauenfußball interessieren und auch in die Stadien gehen. Du hast ja auch hier einen Kommentar mit drin, wo deutlich wird, es geht jetzt nicht nur um diese Debatte, wer kriegt nachher wie viel Honorar für einen WM- oder einen EM-Titel, sondern es geht um gleiche Arbeitsbedingungen eigentlich, dass man überhaupt die gleiche Anerkennung, die gleiche Reichweite, die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Und du hast es gerade schon angedeutet, das eine ist, abzubilden, was ist. Und wenn man es dann tut, dann ist es auch noch ganz schön kurz geraten dafür, dass es die Medaille war. Also man macht natürlich nie so allen ganz recht. Wir haben jetzt so 2 so kontroversere Themen besprochen. Wenn ihr jetzt an die Sportredaktionen der Zukunft denkt, ich meine, euch wird auch umtreiben die Frage, wie lange gibt es die Süddeutsche Zeitung noch gedruckt oder wird bald alles online stattfinden? Wie groß ist diese Diskussion bei euch im Alltag? Treibt euch das viel um oder ist das eher sowas, was alle paar Monate mal hochkommt in einer
Zukunftswerkstatt der Süddeutschen Zeitung. Nee, das treibt uns tatsächlich jeden Tag im Alltag um. Also ich kann das nur mal aus Sicht eines Champions League-Spiels, also mal exemplarisch sagen. Also wenn der FC Bayern am Mittwochabend um 20.45 Uhr spielt oder inzwischen um 21 Uhr spielt, dann ist das Spiel um 22.52 Uhr mit 7 Minuten Nachspielzeit zu Ende. Das bedeutet, dass wir im Idealfall eine Minute danach, in der Realität vielleicht 2 bis 4 Minuten danach, den Text beendet haben müssen und darauf hoffen, dass es nicht in der 88. sondern 0-1 noch ein 1-1 wird, weil dann ändert sich der ganze Text und der ganze Tonfall müsste sich dann eigentlich ändern. Und dann erscheint dieser Text noch in der Stadtausgabe Print, dann erscheint dieser Text natürlich online und zwar sofort. Das ist sozusagen Text 1 zum Champions League-Spiel 22.50 Uhr. Früher ist noch gar nicht so lange her, früher ist vielleicht 3 Jahre her. Früher gab es dann sozusagen am nächsten Tag die Nachberichterstattung, die etwas entspanntere, wo man auch mal den Trainer anrufen konnte oder Uli Hoeneß ein Fax schreiben konnte und darauf hoffen, dass er am Faxgerät vorbeiläuft. Und hat dann 1, 2, 3 Texte je nach Brisanz über dieses Spiel oder über den Gegner in die Zeitung geschrieben, die dann später auch zur Digitalausgabe wurde. Das war ein Rhythmus. Der war noch irgendwie lebensverträglich. Inzwischen ist unser neues Kampfwort der sogenannte Frühslot. Das heißt, es muss also morgens streng formuliert um 7, 7:30 etwas milder formuliert um 9, vielleicht 9:30, eigentlich ist es schon zu spät, muss ein Text online stehen. Also auch schon ein nachgedrehter Text zum Spiel, weil die Leute dann entweder in der Arbeit auf ihre iPads gucken oder in der U- oder in der S-Bahn sehen wollen, was denkt denn die SZ über dieses Spiel. Bedeutet aber natürlich, dass wir ein Champions-League-Spiel, auch wenn es kein Finale ist, mindestens 3-mal besprechen. Also um 22.50 Uhr abends, um 8 Uhr morgens und dann um 16, 17 Uhr abends. Idealerweise sollte das natürlich nicht derselbe Text sein. Also der Text abends ist der Spielbericht, der darf auch schon gerne den einen oder anderen Gedanken enthalten und nicht nur Torchancen, aber das ist der schnelle Text. Dann kommt um 8 Uhr der morgens, der muss schon Stimmen enthalten, Spielerstimmen, Pressekonferenzstimmen, auch schon möglichst vielleicht einen darüber hinausgehenden Gedanken, einen thesenartigen Gedanken, wofür das Spiel steht. Oh, und dann muss um 16 Uhr nochmal ein Text kommen, wo man dann schon gar nicht mehr weiß, was schreibe ich jetzt eigentlich da rein und gibt das Spiel überhaupt, gibt überhaupt ein Spiel, 3 Geschichten her, abgesehen davon, wer schreibt die eigentlich alle? Das kann ja eigentlich auch nicht der oder die gleiche machen, da wird man irgendwann dann natürlich auch leer im Kopf. Und das ist die Realität, mit der wir im Moment umgehen tatsächlich, dass die einen sagen, der Frühslot ist der wichtigere, die anderen sagen, nein, wir müssen den Ausgeruhten, die SZ ist was Ausgeruhtes, ja, aber das Ausgeruhte bringt uns aber nichts, wenn wir den Frühslot verstreichen lassen, da wo die meisten Leute lesen. Und diese Debatte dreht sich in diesen sogenannten englischen Wochen, die wir jetzt gerade haben, 3-mal die Woche. Die Lösung ist nicht gefunden, außer dass alle 3 Slots wichtig sind und dass wir versuchen müssen, ganz banal den Dienstplan so hinzukriegen, dass da 2 oder 3 Leute im Stadion oder im Dienst sind. Denn einer allein ist dann überfordert und wenn wir dann alle Slots bedienen, aber qualitativ schlechter werden, haben wir natürlich à la longue, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, à la longue auch nichts davon. Und deswegen, das sind wirklich ganz harte Debatten, die da geführt werden. Und es ist aber halt auch eine historische Zeit. Wir sind mitten in dieser Umbruchzeit hin zur Digitalisierung und das ist alles ein bisschen Trial and Error. Ja, und ich glaube, die Hauptfrage ist gar nicht die, erscheinen wir in 5 oder 10 Jahren noch auf Papier oder nur noch digital? Also ich glaube, das ist gar nicht mehr so die Konfliktlinie, sondern es kann auch gut sein, dass wir in 10 Jahren vielleicht am Wochenende noch digital noch auf Papier erscheinen, aber unter der Woche nicht mehr. Keine Ahnung. Also nicht, dass ich einen Plan kennen würde, das so zu machen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass insgesamt die Entwicklung in der Zeitungslandschaft dahin geht. Und es gibt ja auch Anhaltspunkte dafür. Die Frage ist aber eher, was heißt es dann für unsere Art, Journalismus zu machen und für unsere Art, Texte zu schreiben? Und wie gelingt es uns auch, wenn wir dann vielleicht nur noch digital erscheinen, trotzdem der Sport der Süddeutschen Zeitung zu bleiben? Also Journalismus zu machen, von dem Teile in ein Buch passen, also Recherchen, lange Stücke. Und das ist gar nicht ausgeschlossen, dass das auch ein Publikum findet. Es ist ja jetzt schon so, dass wir viel machen mit digitalem Erzählen, Storytelling. Es hat ja auch bietet ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja? Also eine Geschichte, die digital wirklich aufwendig erzählt ist, mit vielleicht 20 Fotos
die man dann auf dem iPad auch mal 20 Minuten lang liest. Oder die eine Recherche, wo dann Dokumente verlinkt sind, wo Grafiken eingebaut sind, wo man gar nicht mehr die Beschränkungen hat, die man auf Papier hätte, weil eine Zeitungsseite halt nur so und so groß ist. Das bietet ja auch Chancen. Aber die Frage ist eben, gelingt es uns, also nicht dieses Atemlose, was man eben auch oft mit Online verbindet, zu adaptieren und schleichend irgendwie zu übernehmen. Und das ist eigentlich eher die Herausforderung, als jetzt die Frage, ob wir auf Papier erscheinen. Ja. Ich wollte mal die Testfrage ins Publikum stellen. Wer liest denn hier noch Zeitung auf Papier? Auch das sind ja wow. Einige. Wow. Das so, so viel hatten wir noch nie. Hier. Möglicherweise hat es mit dem Medium Buch zu tun. Was? Ja. Das ist ja eh die Frage, ob das eigentlich schon die stille Flucht von euch ist, das sich an dem Papier festzuhalten, dass ihr jetzt Bücher macht. Und wer liest denn Zeitung online? Das sind ungefähr gleich viel, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen mehr. Also wer informiert sich ausschließlich über Telegram? Ich dachte jetzt bei der Süddeutschen, das wollte ich lieber nicht abfragen. Ja, ist doch schön. Ja, hier kommen wir wieder. Ja, genau, hier kommen wir wieder. Nun ist es so, von dem, was du jetzt auch gesagt hast, atemlos und wie ihr gerade beschrieben habt, weil wir gerade so ein bisschen schon auf die Schlussgerade einbiegen. Es klingt ja wahnsinnig stressig eigentlich, den Job, den ihr da macht. Warum, was ist immer noch vielleicht der Reiz oder warum sagt ihr, das ist eigentlich hoffentlich so eine Art Traumjob nach wie vor für euch, Sportredakteur zu sein. Was ist das Besondere und gibt es vielleicht auch noch so unerreichte Ziele, dass ihr sagt, also mit dem will ich auf jeden Fall in meinem Leben auch nochmal ein Interview führen? Also zum Thema Stress, ja, mit drei und ja und drei Ausrufezeichen. Aber es ist natürlich so, Sport ist einerseits ein bisschen ein Nischenressort, wo sozusagen nur Spezialinteressierte das lesen. Andererseits ist es ein sehr breites Nischenressort, trifft aber natürlich auch uns. Das rettet so ein bisschen, glaube ich, die Sportressorts und die Zeitungen, dass im Sport oft einfach auch Menschen arbeiten, die sich einfach, um es mal banal zu sagen, für Sport interessieren, die also ein bisschen Sportfreaks sind. Also ich glaube, dass Redakteure in anderen Ressorts manchmal eher, wie soll ich sagen, ihrem Berichterstattungsgegenstand etwas neutraler gegenüberstehen. Während wir waren halt als Kinder natürlich alle mal Sportfreaks und fanden Sport und Fußball und welche Sportarten und Skifahren, alles wahnsinnig toll. Und ein bisschen erhält man sich das ja auch. Wir dürfen natürlich nicht naiv berichten, aber so ein bisschen Kinderaugenblitzen darf sich ja erhalten. Und das macht uns natürlich einerseits, das rettet uns, weil es uns Spaß macht, auch der Stress. Andererseits rettet es uns natürlich auch nicht, weil wir das Ressort nicht loslassen können und deswegen den ganzen Stress halt auch mitmachen. Das ist sozusagen die Thematik damit, mit der wir täglich zu tun haben. Und ich glaube, dass deswegen die Sportressorts halt auch noch funktionieren, weil da richtige Sportfans drin sitzen, ohne dass man eben naiver Fan sein darf. Und das bedeutet natürlich, das führt im Grunde zur nächsten Frage, ob wir von irgendwas noch träumen, von dem Interview. Ich glaube, das gewöhnt man sich tatsächlich ab. Also Träumen, Wunschgeschichten, das ist irgendwie so ein bisschen das wäre so für mich so ein bisschen man hat ein Poster noch an der Kinderzimmerwand hängen oder so. Ich glaube, davon verabschiedet man sich. Es gibt Leute, die halt interessieren, wo man journalistisch den Gehalt sieht oder sagt, das würde ich dem gerne noch entlocken oder so. Oder mit dem könnte ich mir ein tolles Gespräch vorstellen. Aber dieses Träumen das? Hört auf, glaube ich. Aber wer könnte das sein? Also wir hatten mal, das hatten wir ja aber auch, eine Zeit lang gab es den großen Traum, mal ganz entspannt und allein den Roger Federer mal zu kriegen zum Beispiel. Aber das sind natürlich dann schon solche Superstars, die kriegt man dann halt wirklich in kurzen Slots oder man kriegt sie halt mit anderen Kollegen zusammen. Da kommt man dann nicht so tief, wie man das gerne würde. Aber ich glaube, wir haben natürlich, es gibt ja auch die investigative Kultur in der SZ. Und da gibt es natürlich schon noch, ich will es nicht Träume nennen, aber es gibt schon noch Ziele. Also den bösen Buben auf den Leib zu rücken, das ist dann schon auch was man sich noch vorstellen kann, weil das trifft ja auch das, was du vorhin gefragt hast. Wir wissen natürlich nicht genau, wie man in Katar dann an welchem Tag genau berichten kann. Aber klar ist eins, dass man den Sport nicht mit dieser Lieblingsausrede, Sport ist unpolitisch, das sagen die ja, wenn es ernst wird, sagen die Funktionäre immer, Sport ist unpolitisch. Also damit darf man sie nicht davon kommen lassen, das steht fest und da gibt es dann schon noch genügend auch zu bohren. Willst du uns verraten, wenn du noch zu Fall bringen wirst? Ich nicht, aber es gibt vielleicht welche, die, glaube ich, schon den Gianni Infantino an der Wand hängen haben. Claudio, von wem träumst du noch? Schlecht, meinst du?
ich hatte tatsächlich also so Leute wie Roger Federer, also mein 1:1 Roger Federer Interview hatte ich. Das ist dann so, wie es Christoph Knerr sagt, das ist dann für 20 Minuten verabredet. Man wartet ungefähr 4 Stunden irgendwo, bis er die 20 Minuten hat, und er hatte dann 40, und das war dann schon schön so, ja, und so, also mal wirklich so Weltsportler einfach mal zu erleben, ist schön. Mir geht es allerdings tatsächlich so, ich gehe viel erfüllter aus Interviews, wo es zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, ich habe lange Schwimmen gemacht, wenn man mal ein 3-Stunden-Interview mit Britta Steffen darüber, wie sie Doppel-Olympiasieger wurde, wie sie all die mentalen Widerstände, wie sie sich selber besiegen musste und mit ihr mal durch so ein 100-Meter-Rennen Meter für Meter durchzugehen. Was denkt man bei Meter 5? Was denkt man bei Meter 10? Was denkt man bei der Wende? Und da kommt viel mehr rüber, als wenn man sagt, ich habe 20 Minuten Lewis Hamilton. Ja? Und das sind so die Dinge, wo man so sagt, oder wo man oft so denkt, oh, ihr trefft die Stars und so. Die Stars, das ist oft gar nicht so das, was einen so persönlich erfüllt in dem Job. Mehr ist es wirklich so die überraschenden Leute, die sich wirklich die Zeit nehmen, die verstanden werden sollen und die wirklich auch bereit sind, mit einem wirklich in die Tiefe zu gehen. Weil Sport ist so komplex und Erfolg im Sport ist so komplex und wir bewegen uns so oft nur an der Oberfläche. Und wenn man da wirklich mal mit jemandem die Möglichkeit hat, wirklich Schritt für Schritt reinzugehen, was musste mental passieren, was musste technisch passieren, wie viele Jahre Training, welches Training, mit welchen Geräten, mit welchem Mentaltrainer, es ist viel, viel interessanter oft. Also insofern, ich kann gar nicht, ich träume nicht von dem Gespräch mit XY, naja. Träume ist der falsche Begriff, aber man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sagt, ah, da ist eine spannende Geschichte drin und jetzt ist der Zeitpunkt, mit jemand darüber zu sprechen. Und wenn er sich dann öffnet, dann entsteht was Gutes. Ja, und das ist eigentlich das Schöne. Da geht es ja auch in dieser einen Geschichte, eben in der besagten Uli Hoeneß-Geschichte, wo er die alten Zeiten feiert. Da geht es auch, also wovon wir dann eher träumen würden, sind von diesen Versunken, in dem Fall tatsächlich von der Vergangenheit, sonst nicht, aber von den versunkenen Zeiten, wie man ein Interview führen konnte. Vor 10, 15 Jahren konnte man tatsächlich, wenn man beim FC Bayern zum Beispiel einen Spieler angefragt hat, dann gab es den Moment, wenn man den Spieler ein bisschen kannte, dass er gesagt hat, wir treffen uns in der Innenstadt im Café oder sowas. Und dann kam der zwar mit 20 Minuten Verspätung und hat sich aufs Training rausgeredet, aber er blieb dann halt auch eine Stunde oder zwei sitzen. Und dann war irgendwann das Bandgerät aus und der Block weg. Und dann hat man wirklich Dinge erfahren, die man natürlich nicht sofort in die Zeitung geschrieben hat, die man aber wusste und die einem beim Einschätzung des ganzen Dings geholfen haben. Und da hatte man wirklich das Gefühl, man guckt mal rein in den Betrieb. Abgesehen davon, dass man natürlich auch nette Anekdoten mitbekommt, die man sonst nicht hören würde. Und heute kommt man halt in klimatisierte Räume beim Verein, dann steht ein Fruchtsaft vor einem und rechts sitzt ein Medienberater und links sitzt ein Medienberater. Und das reicht schon, damit die Spieler so ein bisschen unbewusst auf Defensive gehen und wissen, wenn es ernst wird, dann sage ich halt meinen vereinsgerechten Satz. Und das ist tatsächlich das, was verloren gegangen ist. Also das Format von früher. Das wäre schön, aber das ist wirklich ein Traum, weil der kommt nicht mehr. Wir bleiben aber auf der Suche nach den ganz besonderen Geschichten, allein schon für den nächsten Folgeband von Das ist Fußball. Ich danke euch, Claudio und Christoph, für die Einblicke auch in das Leben einer Sportredaktion. Und ich meine es ganz ernst, also wir haben hier einen wirklichen Service schon gemacht für alle Fußballfans. Wir haben die besten Geschichten der letzten Jahre aus der Sportredaktion schon ausgewählt. Das ist ja immer die große Kunst, die herauszufinden. Das haben wir schon für Sie erledigt. Jetzt können Sie gerne natürlich auch noch dieses Buch erwerben und auch mit den beiden Kollegen noch kurz ein paar Worte wechseln. Da hinten steht ein Kollege, der die Bücher auch verkauft. Also wer Interesse hat oder einfach mal reingucken möchte, dafür gibt es jetzt die Möglichkeit. Und Roger Federer, habe ich gehört, hat jetzt ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht klappt es auch nochmal mit einer persönlichen Begegnung. In diesem Sinne freuen wir uns auf die kommenden Geschichten aus der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank, dass Sie unserer Diskussion gelauscht haben. Dankeschön. Danke.